Hallo, herzlich willkommen zur Folge 50 von Verstrickt und Zugenäht. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich bin die Elli. Ich erzähle euch heute wieder was über Stricken, Häkeln und Nähen. Und ja, legen wir gleich los. Ich habe ja ein bisschen was fertig bekommen. Wie ihr seht, eins habe ich schon an von meinen Teilen, die fertig sind. Und zwar ist das der Other Side von Melanie Berg. Nur ist das der The Other Side, blödes TH. Ja, ich habe den ein bisschen abgewandelt, weil mir die Anleitung, ich wollte nicht am Schluss zusammennähen. Ich wollte einfach nur eine Runde stricken, immer nur rechte Runden und deswegen habe ich das ein bisschen anders gestrickt. Ich stehe mal ein bisschen auf, dass ihr ein bisschen seht. Also es ist so ein Top mit Streifen und hier oben einfach kein V-Ausschnitt, kein gerundeter Ausschnitt, sondern einfach nur Sit gerade. So ist es auch in Anleitung vorgesehen. Ich habe den einfach nur immer 10 Reihen abwechselnd hier hochgestrickt. 10 Reihen meine ich mit dem Rosa, 10 Reihen in dem Beige. Und als ich dann meine gewünschte Länge hatte, habe ich hier, also letztes Mal war ich etwa hier, habe ich dann einfach hier abgetrennt. Und zwar die hinteren Maschen stillgelegt und dann den vorderen dann noch ein paar Streifen weiter gestrickt. Dann die vorderen stillgelegt und dann am hinteren Stück einfach die gleiche Anzahl an Streifen hochgestrickt. Und dann mit dem Three Needle Bind Off habe ich das dann hier einfach zusammen gestrickt. Zeige ich hier ein bisschen. Hier. So schaut das dann von innen aus und von außen so. Also ist schon eine schöne Naht. Dann habe ich hier die Maschen einfach nur abgekettet. Also hier 22, glaube ich, auf beiden Seiten. Ich habe das so in meiner Puppe erstmal hingesteckt an Pippi und geguckt, wie groß der Ausschnitt sein soll, dass ich mit dem Kopf gut durchkomme, dass es hier nicht zu arg zuschnürt, aber auch nicht so sehr runterhängt. Ja, 22 Maschen waren das dann. Hier die Maschen abgekettet, dann auf der Rückseite auch abgekettet und hier auch wieder mit dem Three Needle Bind Off zusammen. Ja, das habe ich gestern alles fertig gemacht, Samstag. Und gestern habe ich noch etwa eine Stunde lang Fäden vernäht, weil ich habe die Rundenwechsel hier die Fäden immer abgeschnitten. Man sieht es auch ganz leicht, dass hier immer so ein leichter Versatz ist, aber mich stört das nicht. Wenn ich es zusammengenäht hätte, dann hätte ich es auf beiden Seiten. Hier auf der Seite ist es einfach nur rund. Und das ist richtig schön luftig, sommerlich, also perfekt. Gestrickt habe ich das ja aus dem Baumwollgarn von Katja, Fair Cotton, also fair gehandelte Baumwolle. Hat sogar das GOTS-Zeichen drauf, das GOTS-Zertifikat. Die Wolle strickt sich super, oder das Garn, also Wolle ist es ja nicht, das ist wirklich Baumwolle. Ich habe euch ja letzte Woche schon meine Maschenprobe auch dazu gezeigt. Angegeben ist ja, dass man das mit Dreiernadeln, glaube ich, strickt und ich habe das mit 4,5 gestrickt. Ich wollte es einfach sehr, sehr locker und luftig. Ich zeige es euch gerade nochmal. Eben so schaut es aus mit 4,5, wie ich es gemacht habe. Das waren die 4,0 und das war 3,5, ja. Eben, da kann man selber ja steuern, wie das gestrickt ausschauen soll, aber ich bin absolut happy mit dem Ergebnis. Ich habe ein luftiges Sommertop, das geht unten, ja, ich habe es jetzt schon ziemlich lang, ihr das seht, also hier und hier unten ja eben diesen Kraus-Rechtsrand, was mir auch richtig gut gefällt, dass sich das hier so schön rollt. Hinten und vorne, also einfach nur, weil ich rechts abgekettet habe mit rechten Maschen. Ich habe kein Bündchen und nichts dran gehäkelt. Hier am Rand, da habe ich das Einzige, was ich hier gemacht habe, dass sich das hier so schön abschließt, ist so ein I-Cord-Rand beim Stricken. Also das, ich glaube mal, dass es I-Cord-Rand heißt. Auf der Hinreihe, ich stricke einfach bis zur letzten Masche einfach nur rechts. Dann drehe ich ja um, dann kommt ja die linke, die Rückreihe. Und da hebe ich dann die ersten drei Maschen mit dem Faden vorne ab, stricke wieder rüber. Auf dieser Seite stricke ich die letzten Maschen ganz normal, die letzten drei ab. Die ersten drei, da komme ich wieder auf die rechte Seite. Die ersten drei Maschen hebe ich wieder ab mit dem Faden hinten. Also der Faden für die ersten drei Maschen läuft dann da innen mit. Und deswegen zieht es das so schön nach innen. Und das macht dann so eine schöne kleine Wulst, aber eine dezente, also die trägt ja nicht auf, aber das macht einen schönen Abschluss. Wenn ich einfach nur so eine Randmasche mache oder einfach nur raus, gerade rechts und links jeweils durchstrick, ist der Rand oft nicht so schön. Also deswegen als Tipp, am runden Anfang, je nachdem, ob man auf der linken oder rechten Seite ist, den Faden
einfach die ersten drei abheben und den Faden vorne bzw. bei der linken Reihe hinten, nee, bei der rechten Reihe hinten mitführen und bei der linken Reihe vorne mitführen. Einfach abheben und dann weiter stricken. Genau, das ist mein Tipp. Das habe ich euch ja letztes Mal gesagt, wie ihr da so einen schönen Abschluss hier hinkriegt bei solchen Oberteilen. Ja, das war mein Other Side von Melanie Burke. Also ein bisschen anders, the other side. Eben, weil man hätte es hochgestrickt, hier dann abgekettet und wieder angeschlagen und wieder runtergestrickt und dann zusammennähen müssen. Ja, meine Version von diesem Shirt. Ich habe es noch nicht gewaschen, ich habe es jetzt einfach nur mal so, wie es fertig war, heute gleich angezogen für euch, damit ihr das seht. Es ist ja Baumwolle, also einfach rein in die Waschmaschine aufhängen, fertig. Gut. Ja, und wie ihr seht, mein Jörg ist ja auch fertig. Das hing ja nur noch an etwa so einem Stück Garn, das mir gefehlt hat. Oder vielleicht doppelt so viel, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es nicht mehr abgemessen. Aber der Jörg ist jetzt fertig. Jetzt stehe ich gerade mal doch mal auf und zeige ihn in seiner vollen Pracht. Das ist dieses große Tuch oder Tischdecke, Zudecke, wie man es auch immer nennen mag. Mit diesem schönen Lace-Muster. Ich habe den nass gemacht, dann auf dem Boden ausgelegt und mit so Spanndrähten ein bisschen gespannt. Ich habe es nicht bis zum Maximalen ausgespannt, weil ja, es hat immer noch, also wäre immer noch schön Spannkraft noch drin. Ich war einfach zu ungeduldig. Ich war zu ungeduldig, den noch extra fest zu pinnen und nochmal und oh nee. Ich habe einfach nur die Drähte da reingemacht. Das sind einfach ganz einfache Drähte, die das dann schön die runde Form ein bisschen gewahrt haben. Die habe ich hier durch die großen Löcher gut durchfädeln können. Ja, und jetzt ist es momentan einfach so meine abends auf der Terrasse ein bisschen Einkuscheldecke. Einfach so was über die Beine legen. Ihr seht ja, das Ding ist einfach riesig. Und so schön. Und ich finde die Wolle überhaupt nicht kratzig. Man kann es auch so als Schultertuch auch tragen. Es ist wirklich angenehm zu tragen auf der Haut. So, ziehe ich die mal weg. Das Garn, das ich da verwendet habe, war ja vom Finkhof, von der Schäfereigenossenschaft. Jetzt habe ich kurz gezuckt, ich dachte, die Aufnahme hat gestoppt. Nee, alles gut. Deswegen mein kurz entsetzter Blick auf die Anzeige. Nee, alles gut. Ich habe Finkhof-Wolle dazu benutzt, 100 Gramm Schafschurwolle. Das ist die dickere Version, die gibt es auch in der dünneren Variante. Ich habe es mit 6,0er Knit Pro Sinfonienadeln gestrickt. Und ja, ich habe noch einiges übrig davon. Eben, ich habe wirklich so wenig Garn noch gebraucht, um den fertigzustellen. Ja, wird ja nicht schlecht bei mir. Wolle kann man immer brauchen. Und da kann ich mir für den Winter vielleicht noch eine Mütze oder so dazu stricken, mal gucken. Nicht mal weg. Ja. Ja. Und dann natürlich, was ist noch fertig? Hexi Puffs. Und heute Morgen oder gestern Abend hatte ich einen lieben Kommentar von der Henriette Linkshänderin unter meinem Video. Sie hat gemeint, sie hat meine letzten drei Videos so in einem Rutsch durchgeschaut und ist jetzt wieder up to date und sie hätte einen Tipp für meine Hexi Puffs. Und ich meine, warum komme ich da nicht früher selber drauf? Also die Idee ist genial. Ich habe ja jammer immer rum, oh, ich muss die ja irgendwann mal alle zusammennähen und wann fange ich denn damit an und mich graust zuvor. Und ohne euch Zuschauer, also ich brauche euch ja eh ganz oft für Tipps und Ratschläge. Und ihr habt immer schon sehr, sehr gute Ideen. Und das ist schon gut so, dass ihr mich da ab und zu ein bisschen beratet und beratschlagt und mir Tipps gibt. Weil der Tipp von Henriette war jetzt wirklich Gold wert. Auf die Idee bin ich echt genial. Warum mache ich es nicht einfach so? Weil ich eh jede Woche 7 Hexi-Puffs stricke, dass ich es am Sonntagabend die 7 dann gleich zusammen mache. Dann habe ich immer eine Blume. Genial. Habe ich natürlich brav gemacht. Das ist meine Hexi-Puff-Blume. Habe ich nämlich gleich heute früh gemacht, als ich den Kommentar gelesen habe. Ich habe sie auch runtergeschrieben. Wird gleich probiert. Meine Hexi-Blume. Ich kann euch jetzt jede Woche Hexi-Blumen zeigen. Und am Ende vom Jahr brauche ich nur noch die Blumen zusammennähen. Ich habe das jetzt hier auch noch offen, weil der Tipp von der Originalanleitung war ja immer gleich 3 zu verbinden. Und das Verbinden war gar nicht schlimm, es hat gar nicht wehgetan. Ich
denke mir, vielleicht mache ich es auch so, dass ich einmal im Monat dann meine 4 Blumen irgendwie zusammennähe oder so, dass ich das dann auch schon ein bisschen die Arbeit am Ende mir damit ein bisschen leichter mache, dass es nicht ganz so schlimm wird. Die Angie ist ja auch schon ganz fleißig dabei und macht ihre auch immer gleich ein paar zusammen. Und ja, ich glaube, das ist perfekt. Also vielen Dank, Henriette, für den tollen Tipp. Also, das ist super. Und hier habe ich mal zum Vergleich. Also, so ist das schön weich. Hier ist da eben eine Lücke. Das soll so sein. Man macht nur die Ecken zusammen. Und ich habe noch meine Blume, die ich mit der Nähmaschine zusammengenäht habe, die ja sehr steif ist. Und da war ihr ja vollkommen recht gehabt. Irgendwann kriege ich ja diese Decke ja nicht mehr unter die Nähmaschine. Und das Gewicht und das zieht und das Gebolle. Also, ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hatte bei der Idee mit der Nähmaschine. Jetzt gibt's Hexi-Blumen jede Woche. Waren fertig gestrickte Projekte. Also nicht gerade wenig, ich bin ganz zufrieden. Das Top, das habe ich ja in 2 Wochen runtergestrickt. Ich habe das am Muttertag angefangen und wir hatten ja da von der Kunkelstube, von unserem Spinntreff, das so als kleinen internen Knit-Along für uns und posten uns da per WhatsApp immer ein paar Bilder und halten uns, motivieren und feuern uns da ein bisschen an. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es jetzt doch recht schnell fertig war. Und Baumwolle eben strickt sich auch sehr, sehr schnell. Ja, dann habe ich noch was fertig genäht. Ich habe neue Projekttaschen nochmal gemacht. Die hatte ich letzte Woche schon zugeschnitten und jetzt sind sie fertig. Einmal eine in grün. Also das unten leuchtet so, als ist es ein helles Grün mit den Erdbeerchen drauf. Habe schon Anhänger dran gemacht. Der Futterstoff. Was habe ich denn da? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, rote Punkte, genau. Das passt so schön zusammen. Die ist einmal fertig mit pinkem Zipper, weil das so schön zu den Erdbeerchen passt. Und diese hier ist fertig. Der Stoff ist von der lieben Christina, die mir neulich mal so Stoffe zugeschickt hat. Da war der hier und der hier davon. Und da habe ich als Futterstoff, ah ja, der von mir. Den habe ich schon länger. Das ist ein Patchwork-Stoff, den ich schon länger da hatte. Und habe auch schon so einen kleinen Anhänger dran gemacht. Und wenn man jetzt die zwei übereinander hält, sieht man ja ein bisschen, dass die grüne ein Tick kleiner ist als die hintere. Das liegt daran, dass ich von dem Stoff genau noch diese Stückchen hier hatte. Das waren 4 so kleine Reststückchen, weil ich mir damit schon mal was genäht habe. Und ich wollte den unbedingt verarbeiten, weil ich den so schön finde und gerade das Grün zusammenpasst und mir diese blaue Borte da in die Finger gekommen ist und der pinke Zipper. Deswegen habe ich die dann kleine Idee kleiner zugeschnitten. Also das ist ja hier. Also wenn ich so, hier 1 cm ist, die Ticken kleiner. Die machen sich auf die Reise. Die beiden Taschen, das bekommen 2 Zuschauerinnen, die haben mich angeschrieben. Und ja, werde ich nein und genau schreiben und dann bringe ich die heute noch zur Post. Ja, die Seite. Dann habe ich weiter. Also das war alles, was ich genäht habe. Jetzt kommt meine kleine Nähmaschinen-Story. Also, ich habe die Taschen am Mittwochabend angefangen zu nähen. Genau, war alles super, war alles prima. Dann wollte Nina, meine Tochter, auch ein bisschen nähen. Die hat sich aus so dickerem Filz so kleine Utensilos genäht. Ah, die habe ich jetzt nicht da. Zeige ich vielleicht ein anderes Mal. Ja, okay, hat auch geklappt. Dann habe ich wieder weiter genäht. Alles prima, auf einen Schlag. Also wirklich wie aus dem heiteren Himmel fängt meine Nähmaschine an, unten diesen unteren Faden zu shoppen, also Schlaufen zu bilden, wie verrückt. Okay, ausgemacht, nochmal angeschaut, gleich brav die Betriebsanleitung studiert, dann da nachgeschaut, was drin steht, eben man soll es sauber machen, ich hab, und ölen und ich habe die Nadelplatte und alles ausgebaut und geölt und gemacht und die Nadel ausgetauscht und die Fadenspannung verändert. Es ging nichts. Es ging nicht. Ich habe also mindestens 1,5 Stunden dran rumgeschraubt, habe alles zerlegt und geölt und gemacht und getan. Die Unterfadenspannung wollte ich auch schon dran rumschrauben. Da soll man ja eigentlich nur den Fachmann ranlassen. Habe ich aber auch schon ein bisschen rumprobiert gehabt. Nichts ging. Es hat echt funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe das Ding dann, die Nähmaschine in die Ecke gestellt, war stinksauer. Am nächsten Tag, am Vatertag, war ich bei meinen Eltern, habe die Nähmaschine von meiner Mama geholt. Das ist eine Bernina. Und die schnurrt, das ist ja herrlich. Also meine Singer ist ja wesentlich, ist ja erst ein Viertel, 1,5 Jahre alt. Und die Bernina von meiner Mutter ist bestimmt
40 Jahre alt. Ja, ich glaube, die hatte schon gehabt, bevor ich da war. Die schnurrt, die schnäht, das ist ein Traum, das Stichbild. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bin total verliebt in diese Nähmaschine. Jetzt bin ich dabei, so ganz langsam meine Mama da zu überreden, ob sie die nicht bei mir so parken möchte und bei mir lassen möchte. Wenn sie sie braucht, kannst du sie jederzeit holen. Oder ich nähe für sie das dann. Ja, ich schwatze hier gerade die Banina ab und die Singer kriegt dann die Nina, dass sie sich dann zu ihr ins Zimmer aufstellen, wenn sie mag. Sie hat noch nicht das endgültige Okay gegeben. Aber ich habe es jetzt mal ausgeliehen. Mal schauen, wie lange sie bei mir bleibt. Ich muss mal schauen, ob ich das euch in der Tasche den Unterschied zeigen kann mit dem Stichbild. Ja, okay, die Stichbreitlänge ist auch anders eingestellt. Man sieht es nicht wirklich, glaube ich. Hier, das habe ich noch mit meiner Singer gemacht. Und hier, Moment, das ist eine dunklere Stelle, wo man die Farben besser sieht. Ja, also die Stichlänge ist natürlich auch hier enger eingestellt. Aber die lässt sich da auch gar nicht so mega weit einstellen. Also ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Es ist wirklich ein Riesenunterschied. Also für mich jetzt beim Nähen, es vom Gefühl, vom Handling ist es unheimlich angenehm. Ja. Jetzt habe ich zwei Nähmaschinen momentan gerade dastehen. Gut. Das war alles zum Thema Nähen. Also diese Nähmaschine. Ah ja, genau, bei dem Singer-Service habe ich auch noch angerufen. Meine geht wieder. Also eben, die ging ja am Mittwoch nicht, am Donnerstag nicht, am Freitag nicht. Dann habe ich mir am Freitag schon beschlossen, okay, dann Montag rufe ich dann bei dem Singer Service Center an, werde das Ding einschicken müssen wahrscheinlich. Und dann habe ich mit der Frau am Telefon nochmal ein paar Sachen durchgesprochen, nochmal ein paar Sachen ausprobiert, nochmal die Oberfadenspannung verändert, nochmal die Nadel ausgetauscht. Und es muss entweder die Nadel oder der Oberfaden gewesen sein. Auf einen Schlag geht es wieder. Es geht wieder. Die frisst den Faden unten nicht mehr. Also der kommt wieder schön raus. Also schön, das ist, davor war es eben zu viel Faden. Jetzt kommt wieder wenig Faden. Richtig. Obwohl ich davor auch schon Nadel und ausgetauscht hatte und die Oberfadenspannung rumprobiert hatte. Manchmal muss man so ein Ding einfach nur mal am Wochenende stehen lassen und androhen. Du kommst zurück in die Werkstatt, du wirst eingeschickt, dann geht's wieder. Keine Ahnung. Ich bin froh auf jeden Fall, dass sie wieder funktioniert, meine Nähmaschine. Ja, muss ich nicht einschicken, Gott sei Dank. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, da mir einen Karton und alles zu suchen und dieses Ding da einzupacken. Nee. Hoffen wir es. Also, ich klopfe mal auf Holz. Toi, toi, toi. Das war alle Nähgeschichten. Ja. Also, falls ihr auch eine Nähmaschine habt, die mal unten der Faden schoppt und blöd tut, sauber machen, Oberfadenspannung checken, Nadel austauschen, sind die wichtigsten Sachen. Und dann dürfte es, wenn es dann immer noch nicht geht, wenn sie sauber gemacht ist, geölt, Nadel ausgetauscht und Oberfadenspannung geprüft, dann vielleicht auch den Service anrufen. Ja, dann habe ich noch weiter gestrickt an meinen Maisocken. Meine Maisocken, die habe ich noch in meinem Beutelchen von der lieben Nicole drin, den sie mir extra genäht hat, eine Einhorntasche. Die hatte ich nämlich gestern so beim Baden dabei. Da passt nämlich meine Maisocken rein. Da ist Socke Nummer 1. Da habe ich nicht weiter gestrickt. Na, Kuddelmuddel. Socke Nummer 1 ist noch der Markierer da dran, wo er letzte Woche auch war. Da war ich gerade fertig mit der Ferse und den Spickelabnahmen. Bei Socke Nummer 2 hatte ich letzte Woche hier gerade angefangen und ein paar Streifen gemacht. Mittlerweile ist hier die Ferse dran und ich bin mittendrin bei den Spickelabnahmen. Also noch nicht ganz so weit wie bei der hier. Aber wenn man es zusammennimmt, theoretisch wäre eine Socke schon fertig, wenn ich an einer gearbeitet hätte. Aber ich wollte ja das so, weil ich habe noch genau so viel Garn übrig und das möchte ich komplett aufbrauchen und dann an der Spitze dann vielleicht entweder diesen kleinen kümmerlichen Rest Regia dran machen oder eine graue Regia habe ich auch noch hier. Die Spitze wird dann auf jeden Fall eine andere Farbe. Aber das soll so wirklich komplette Reste-Aufbrauchaktion sein. Das hat mir die liebe Patty geschenkt, die Sockenwolle. Und zwar ist das von Langjans, jawohl, Color. So schaut die aus. Und das kommt ja mit dem Beilaufgarn, mit dem auf Schweizerdeutsch Fächli oder Fächtli, Fächli. Ach, jetzt habe ich das Beilauf gar nicht mehr hier. Egal, Beiche. Also die Ferse habe ich hier komplett mit Beilaufgarn laufen lassen. Und das hat ja genau die gleiche Farbmischung
Musterung, Farbwechsel wie hier, habe ich ja extra geschaut, dass das schön so erhalten bleibt. Und ja, meine Maisocken. Muss ich mich ranhalten. Heute haben wir schon den 29. Mai. Werden wahrscheinlich bis Donnerstag ist der 1. Juni nicht fertig werden. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Nee, egal, trotzdem. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gestrickt an meinem Quaker Yarn Stretcher Boomerang Tuch. Da bin ich. Und da habe ich nicht so viel gemacht. Ich wollte in erster Linie das Top fertig machen. Da war ich letzte Woche bei dem Streifen hier, wo es eben so ein Grau ist. Und ein bisschen dunkelbraun kam dazu. Also das sind, glaube ich, zwei Musterrapporte. Hier wechselt man ja immer zwischen Kraus rechts und Glatt rechts. Immer mal wieder wechseln. Und ich finde, das passt so schön mit den Farbwechseln dann auch von dem Garn. Und das wird so ein bumerangförmiges Tuch. Das Garn, das ich verwende, ist von Langjans so ein Baumwollbandbändchengarn. Also das schaut aus wie, wenn das so, ja, einfach so ein gewebtes Band ist. Das ist die Soul Degradé von Langjans in der Farbe 783. Ja, das geht so langsam vor sich hin. Also jetzt, weil ich das Top fertig habe, jetzt werde ich mich erstmal auf die Socken stürzen. Ich habe mir selber verboten, was Neues anzuschlagen am Wochenende. Mich hat es ja schon gejuckt, als ich das Top fertig hatte. Aber ich habe ja noch ein paar andere Baustellen, die noch fertig werden müssen. Also die Maisocken sollen fertig werden, weil der Juni fängt am Donnerstag an eben. Da muss ich mir auch schon wieder für meine Sockenschachtel die Junisocken anfangen. Und ja, meine Decken haben auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe an der Sophie's Universe weitergehäkelt. Da habe ich jetzt wieder so ein bisschen neue Motivation bekommen, weil ich so viele schöne Sophies bei anderen gesehen habe. Hinzugekommen sind zwei Reihen in Orange und eine Reihe in Grün. Und ich liebe es, wenn dann da immer so viel Abwechslung drin ist, weil ja dann hier dann mal so Blättchen dran kamen. Also man hat hier ringsrum Blättchen gemacht und das wären dann noch wieder Blümchen. Und hier an dieser Ecke, da gab es ja schon mal Blätter, hier nochmal Blätter. Ihr seht, das ist ein anderes Grün, aber das gefällt mir, dass es nicht immer dasselbe gleiche Garn ist. Und die Blümchen werde ich, denke ich, dann auch wieder in diesem Magenta machen. Hier hatte ich ja mal weiße Blumenknöspchen gemacht. Ja, kannst du... Ja, das ändert sich ja jede Woche. Gibt es einfach wieder was Neues für euch zu sehen an der Sophie. Und hier diese Ecken werden ja auch wieder deutlich größer und wir kommen wieder in die neue Form. Ja. Und ich habe ja gesagt, ich habe meinen Decken weitermachen. Ich habe auch an der Cozy Memory Blanket mal wieder gemacht, weiter gestrickt. Da habe ich gestern Abend zwei Quadrate bei der Cozy Memory Blanket dazu gemacht. Und zwar die beiden hier. Einmal das und einmal das hier. Ich stehe mal kurz auf bei der Memory Blanket. Die hat ja eben schon diese mega, ziemlich große Breite. Da habe ich jetzt aber beschlossen, mache ich nochmal einen Streifen dran. Und die ist ja wirklich schon sehr groß. Und die will ich jetzt einfach bald mal beenden. Deswegen werde ich jetzt mich zwingen. Nein, ich habe ja Spaß dabei, so schlimm ist es nicht. Ich möchte auf jeden Fall diese Reihe jetzt bald mal fertig machen. Da fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Quadrate noch, dann ist diese Seite fertig. Dann vernähe ich mal Fäden, wenn ich die neuen dran habe. Werde sie mal nochmal auslegen, mal waschen. Sie ist ja schon so groß wie eine Tischdecke. Ich glaube, dass es dann mal gut ist. Dann hake ich das mal so in meinem Inneren, für mich im Inneren mal ab. Und sagt dann, sie ist fertig, weil an der Memory Blanket kann man ja jederzeit weiter stricken. Ich kann ja jederzeit hier wieder Maschen aufnehmen und wieder noch eine neue Reihe anstricken. Aber wenn dann einmal so eine Reihe so mittendrin ist, wie hier, dann ist sie eben nicht fertig. Aber wenn ich den Streifen fertig hier dran gestrickt habe, dann denke ich, dass ich mal sie für mich, meine Projekte oder in meinem Kopf alles fertig abhake. Und wenn ich dann irgendwann ganz viele Reste wieder habe und Lust habe, dann werde ich damit da was dran machen. Aber so denke ich, komme ich nachher. Für mich, für meinen inneren Frieden ist das wichtig, dass ich immer mal wieder was abschließe. Ich mag es nicht, wenn ich zu viel angefangene Baustellen habe, zu viel angefangene Projekte.
Und ich habe ja gesagt, mich kribbelt es wahnsinnig in den Fingern. Es gibt nämlich eine neue Anleitung. Und zwar von der lieben Fritzi Kreativ. Die Fritzi hat mir auch mal eine tolle Tasche genäht. Immer ein Swap mal haben wir gehabt. Oder was war das? Nee, ein Wickelknäuel. Ein Wickelknäuel. Und ich habe sie auch schon persönlich getroffen, was ja sehr, sehr schön war. Und eben die liebe Biene, heißt sie wirklich, hat ein Schal designt, ein Muster für ein Tuch, für ein asymmetrisches Tuch, das mir saugut gefällt. Also sie verwendet dafür von Lana Grossa zwei verschiedene Garne, und zwar das Lace Summer Degradé, glaube ich, in zwei Farben verschiedenen. Und das sieht so toll aus. Das gibt es in verschiedenen Farben. Sie hat auch schon andere Muster selber auch schon in anderen Farbgebungen auch schon gestrickt, aber mit dieses Lace Summer oder Summer Lace von Lana Grossa bitzelt es mich, und das habe ich nicht da. Da werde ich vielleicht mal gucken, wenn ich die Woche mal im Wollgeschäft vorbeikomme, werde ich mir das Garn bei Natura anschauen, ob das nicht was wäre, was ich mir jetzt doch noch bald anschlagen werde. Mal gucken. Also da, das reizt mich. Das Tuch heißt Fancy Me, also Me mit zwei E, also Fancy. Fancyme von der Fritzi Kreativ. Es war bei Ravelry auch teilweise bei den Hot Right Now auch ziemlich weit dabei, also unter den ersten Top 20 Anleitungen. Und das ist eine kostenlose Anleitung auf Ravelry, und schaut mal rein. Also das Tuch ist wirklich sehr, sehr schön und will ich bald anschlagen. Vielleicht schon morgen, mal gucken, sobald ich Wolle habe. Ich habe ja, ist ja nicht so, ich habe ja keinen Stash, nö. Vielleicht nehme ich auch was aus dem Stash. Mal gucken. Da habe ich auch schon eine Idee. Aber ich möchte jetzt Lace Summer Degradé-Dings da mal mir erstmal angucken. Weil auf dem Bild gefällt es mir sehr, sehr gut. Jo, dann spicke ich auf meine Liste. Habe ich euch alles erzählt? Alles Strickige? Ja. Dann habe ich noch Stoff gekauft. Und zwar hängt er hinter mir. Und zwar ein Modalstoff. Den habe ich bei Macarist bestellt. Das ist ein Stoff, der von Lille Stoff vertrieben wird. Und das Design ist von Raxen. Das ist die Susanne Ida Schiegel. Jetzt halte ich mal gerade das in die Hand. Lille Stoff, Raxen ist die Designerin. Und da steht auch mal schön dran, wie man es verpflegt. Und warum ich den unbedingt haben musste, zum einen wegen diesem wunderschönen Muster mit diesen, ja, für mich sind das Seerosenblüten. Und die Farbe finde ich genial, dieses Grau mit diesem Hautfarben, Altrosé. Und was mich noch gereizt hat, dass es eben modal ist. Hier steht es drauf. Also so heißt die Farbe, das Muster heißt Anikara. Und es ist 95% modal und 5% Elastan drin. Das Material habe ich noch nie vernäht. Es ist für den Sommer wunderbar leicht. Es ist dehnbar, es ist wie Jersey. Und es fällt auch total schön. Also da habe ich mir 2 Meter davon bestellt. Ja, ich möchte mir ein Sommerkleidchen draus machen, auf jeden Fall. Das schreit nach Kleid. Gewaschen habe ich denn schon. Eben, dann hatte die Nähmaschine keine Lust. Und dann habe ich festgestellt, ich habe keinen passenden Faden. Ich muss erst noch einen grauen Faden besorgen, mit dem ich das vernähen kann. Ja, eben, lauter so kleine Hindernisse. Ja, mal schauen, wann ich dazu komme. Ich stresse mich da nicht. Also beim Nähen, da brauche ich Zeit, Muße, Ruhe und Ideen. Genau. Und eine Nähmaschine, die funktioniert. Aber jetzt habe ich gerade zwei, die funktionieren. Also ist alles gut, alles im grünen Bereich. Ja, das war alles, was ich gekauft, genäht, gestrickt und gehäkelt habe. Jetzt zeige ich euch noch, was Post bekommen habe, und dann wollte ich nur was anderes erzählen. Und zwar manche, die mir auf Facebook folgen, die haben es schon gesehen. Ich habe mich am letzten Freitag mit der Steffi von Nadelgeklapper und mir getroffen. Das war relativ spontan. Die Steffi hat mir geschrieben, dass sie eine Freundin besucht, und das ist alles nicht so weit weg von mir. Also ich glaube, ja, insgesamt wären es glaube 2 Stunden direkt zu mir, so Pi mal Daumen. Aber wir haben uns dann geschrieben und beschlossen, dass wir uns in Ulm treffen. Unser Treffpunkt war am IKEA, aber es war am Freitag wunderschönes Wetter, also viel zu schönes Wetter, um beim IKEA in das Café zu sitzen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir fahren in die Friedrichsau. Das ist ein kleiner Park in Ulm, da gibt es eben auch so Biergärten, und da kann man schön im Schatten unter den tollen Bäumen sitzen.
Und da ist dann auch das Foto entstanden, das wir gepostet haben bei Facebook. Und wir hatten einen wunderschönen Nachmittag. Also Steffi ist so eine Liebe. Wir haben uns so toll unterhalten und das war wirklich ganz, ganz toll. Und die Steffi hat sich es natürlich nicht nehmen lassen, mir was mitzubringen. Zeige ich euch natürlich. Und zwar hat sie so ein wunderschönes Täschchen gehäkelt. Guck mal, ist das nicht toll? Also, tolles Täschchen. Da hat sie gemeint, da könnte ich auch noch so ein kleines Innenfutter reinnähen. Mal schauen, dass nichts rauskommt. Dann könnte ich es auch richtig als Projekttasche nehmen. Mal gucken, ich finde es auch so als Einkaufstäschchen ganz, ganz süß, weil ich habe immer gern so Beutel in meiner Handtasche, weil eben man muss ja nicht immer Plastiktüten nehmen und dann nehme ich das wahrscheinlich in meine Handtasche als Beutel für unterwegs immer. Ja, was hat die Steffi mir reingepackt? Haha. Pustefix, Seifenblasen, ganz toll. Ich liebe Seifenblasen auch, das ist super. Und dann hat sie natürlich noch reingepackt eine ganz, ganz tolle Minisocke, einen Schlüsselanhänger mit einem Einkaufschip natürlich drin. Ah, ich habe gerade geschaut, welche Farbe. Ein gelben. Und die ist so süß. Die Farben sind so toll von dem Säckchen, habe ich schon gesagt. Ich liebe die Farben. Schön bunt. Kommt in mein Schlüsselbund. Dann hat sie noch reingepackt tolle Knöpfe in Schmetterlingsform, so Zierknöpfe. Obwohl, die könnte man auch so auch in eine Jacke theoretisch dran machen. Wunderschöne Knöpfchen und na, haha, leckere UFOs, also diese Brause Teile, die darf ich auch essen, die sind vegan. Die werde ich mich mit meinen Kindern teilen müssen, glaube ich. Und das erinnert mich so richtig an Freibad von früher, als wenn man so auf der Decke liegt oder auf dem Handtuch und es heiß ist und dann diese Brause-UFOs nascht. Lecker. Dann hat sie noch eingepackt. Also Steffi war echt verrückt. Also ich kam ja nur mit meinem kleinen Täschchen daher und im Buch, das ich ihr mitgebracht habe. Und oh, ja, war ich gerade beschämt, weil ich nur so wenig drin hatte. Sie hat mir noch Stoffe reingepackt. Da hat sie gesagt, die hat sie selber mal gekauft, weil sie was, ich glaube, selber mal genäht hat, gell? Und die kann ich für meine Projekttaschen nehmen mit Teddybären drauf. Den hier finde ich auch ganz süß mit dem Muster. Das sind Knoblauchzehen, oder? Ja. Aber irgendwie, das schaut toll aus. Die Farbe ist super. Und hier ist noch eine. Und eine schöne Karte dazu gepackt. Klasse. Gleich geht's. Zwei rechts, zwei links, putsch und dann schön ganz lieben Text drauf. Und, na, kurz rascheln. Also eben, ich sag's dir, das hat nicht mehr aufgehört. Ich habe, dann hat sie noch sowas selbst gemacht. Energiekugeln. Die habe ich noch extra noch nicht genascht. Ich habe ganz arg versucht dran, aber die werde ich jetzt nachher mir eine gleich naschen. Sie hat gesagt, Mandeln, Datteln, Kokosflocken und was noch? Haferflocken? Ich weiß es nicht mehr genau. Bei mir heißt das immer Energiekugeln. Ich mache die auch manchmal oder kaufe die auch fertig und habe die immer gern für unterwegs dabei, wenn mich der kleine Hunger packt und ich nicht immer was Veganes gerade überall finde. Und ja, dann ist es einfach super. Dann hat sie noch reingepackt ein Heft, ein Veganheft. Das habe ich noch nicht. Also ich habe die früher am Anfang meiner veganen Zeit ganz oft solche Zeitschriften mal gekauft. Aber auf jeden Fall sehr, sehr tolle Themen drin und Rezepte. Und das ganz klasse ist bei diesem, da ist das Rezeptheft als Extraheft. Man kann es also rausnehmen und die Rezepte dann extra abheften. Weil manchmal ist es so, man möchte ja nur die Rezepte vielleicht aufbewahren und das gibt man dann wieder weiter. Aber vielen, vielen Dank. Und der Oberknüller da drin, was sie mir noch reingepackt hat, also war ein Gruß vom Aschaffenburger Wollfest. Da hat sie auch an mich schon gedacht. Oh, schaut mal, was sie mir mitgebracht hat. Einen wunderschönen Lace-Strang. Das sind 600 Meter auf 100 Gramm von Farbenpracht, Unikate aus Wolle. Natürlich mit Pink. Steffis Lieblingsfarbe und ich mag Pink auch total gern. Das ist so schön sommerlich. Hier mit Orange. Also das ist ein Traum, 100% Wolle. Ein wunderschönes Single Lace Garn. Und
Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch Wolle kaufen muss für den Fancy Me oder ob ich vielleicht diese Schönheit verwende, weil ich nämlich gesehen habe, die Fritzi Kreativ, die dieses Tuch Fancy Me designt hat, hat auch schon einen ganz gestern Abend, glaube ich, gepostet bei Instagram. Auch mit einem ganz, so einem gesprenkelten Garn von Hedgehog Fiber Arts. Hat sie verwendet und das ist auch weiß mit, ich meine nicht pink und es ist so bunten Sprenkeln drin. Das schaut ja auch klasse aus. Und dann, ich glaube, kombiniert mit was Einfarbigen. Und ich hätte ja nur ein dunkelgraues Lace-Garn, das ein bisschen Farbe drin hat. Oder nur aus dem. Also ich habe da schon eine Idee. Ja, die Ideen gehen nie aus und die Arbeit eben, wie ihr seht. Liebe Steffi, vielen, vielen lieben Dank für dieses riesige Überraschungstäschchen. Hat mich sehr gefreut und vor allem dich persönlich kennenzulernen und zu treffen. Hat mir sehr viel bedeutet. Es war ein wunderschöner Nachmittag und Dankeschön nochmal, gell? Ja, schlief. Ja, und am Samstag ging es gerade so weiter. Also Freitag habe ich Steffi getroffen und am Samstag war auch die Post da. Und da stand stand bei mir vor der Tür, als ich abends heimgekommen bin. Und da dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn das? Das muss ich euch zeigen. Mit so einem Aufkleber drauf. Und von hinten Zoll. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, was kommt denn da? Was will der Zoll von mir? Der Zoll war neugierig und wollte wissen, was ich für Post bekomme. Und zwar kam das ein Päckchen aus der Schweiz von der lieben Stefanie, eine Zuschauerin, die mir auch ganz oft mal auch Schweizerdeutsche Wörter mal schreibt und mich darauf hinweist, was es dann wieder Neues gibt. Eben die Chlupperli, also die Wäscheklammern, waren ja auch von der Stefanie, glaube ich. Gell? Und eben witzig, Steffi und Steffi, genau das. Wobei Stefanie schreibt es ja mit PH dann. Und ja, wir haben uns immer mal wieder geschrieben, über Facebook, über Messenger. Und hat sie mir erzählt, sie hat diese Verena-Spezialhefte in 80 Socken um die Welt. Und da hat sie welche davon und sie nutzt die selber nicht. Und ich mag unheimlich gern Socken mit Mustern stricken und anschauen. Und ja, wobei in letzter Zeit habe ich wenig mit Muster, aber ich mag das schon gern, die Herausforderung, mal wieder schöne Socken zu stricken mit ein bisschen Muster, ein bisschen Abwechslung. Und dann hat die Steffi mir die eben zugeschickt und hat noch eine wunderschöne Karte reingelegt. Schaut mal. Ist die nicht schön? Das möchte ich gerne bitte als Tischdoko gleich drauf auf der Terrasse draußen haben. Lass mich gleich inspirieren, wenn ich nachher mal vielleicht mal gucken. Der Mond habe ich noch. Doch, blüht der Mond schon? Ich glaube schon. Den Mond werde ich mir nachher mal entpflücken und dann ein schönes Glas mit ein bisschen Bast umwickeln und schon hat man eine wunderschöne Tischdeko. Ja, und dann hat sie mir die Hefte reingelegt und ich wusste eben, ich dachte zuerst, es ist nur ein Heft. Aber das sind gleich drei Hefte von Verena Spezial in 80 Socken um die Welt. Und zwar ist das eine dreiteilige Serie gewesen. Ich weiß gar nicht, wann die rauskam. Ich kenne das hier, das kenne ich vom Titel her. Und ich meine, es gibt auch ein Buch, das heißt in 80 Socken um die Welt. Und ich glaube, das ist auf Englisch. Ja, ich glaube, ich denke, ich weiß es nicht. Aber das ist so, so toll. Also die Hefte, ich habe sie noch nicht ausführlich angeschaut. Ich habe nur durchgeblättert. Aber was mich so begeistert, dann nimmt man zum Beispiel hier Ungarn, dann ist einfach mal ein Bild mit der Tracht und die Socken. Und dann steht was über das Land natürlich auch nur mit drin. Und das finde ich eben so spannend. Aber man kann hier auch vielleicht was über die verschiedenen Länder auch lernen. Und die Muster sind dann eben inspiriert. Also hier, dann schaut die Socke für Ungarn eben so aus, weil die Ungarn eben so eine schöne Tracht haben. So eine farbenfrohe. Und dadurch, da trägt die Dame auch die Socken und lassen sich davon inspirieren. Das ist nur mal ein Beispiel. Und das ist so liebevoll gemacht. Also dieses Heft oder diese Hefte, das passt so super. Also wunderbar. Zum Beispiel die Shetlandinseln. Ha. Wunderbar. Dann kommt die Socke dann eben. Schaut so aus wie die Shetlandinseln. Und Schafe. Also immer wunderbar getroffen. Und so geht das in anderen Heften natürlich immer so weiter. Und das ist wirklich in 80 Tagen um die Welt. Das hier ist viel so Europa noch. Bei dem hier geht es in die Südsee. Südsee hauptsächlich, ja. Und Mexiko, Antarktis. Also
mach das hier. Und bei dem hier, da geht es in den Osten. Was war da zum Beispiel? Ach, zu Hause. Ach, das ist ja süß. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ägypten und Mongolei oder oh, die sind auch schön. Oh, Japan, Vietnam. Also ganz toll. Man macht da wirklich eine tolle Weltreise mit den Socken. Die sind ja klasse hier auf dem Titelbild. Die würde ich ja auch so gern haben. Und zu Hause, Deutschland. Ah, das sind so schöne Lace. Na, seht ihr nicht richtig, die andere Seite sieht man besser. So ein schönes Lace-Muster. Und die Susanne von Farbenspielerei hat auch schon mal eins von den Mustern aus so einem Heft gestrickt. Das war, glaube ich, eben aus mit Südsee oder Hawaii. Auch so ein schönes Lace-Muster, glaube ich. Wellenmuster. Wellenmuster war das. Ja, wunderschön inspirierend. Ja, das hat mir die Stefanie geschickt. Und die Stefanie ist auch noch eine begabte Näherin. Sie hat mir eine sogenannte Mug Rug mit dazu gepackt. Und zwar ist das hier. Schaut mal. Das ist, wie heißt das nochmal? Also diese Zeichnung, dieses Bild auf dem Stoff, das war schon drauf. Und dann hat sie das mit den Naht nachgenäht. Also das Nähmalen oder wie, ich glaube so irgendwie so ähnlich heißt das. Also es ist irrsinnig aufwendig, wenn man hier diese ganzen schwarzen Linien alles nachgenäht und hier sind das Knöpfchen aufgenäht und hier, das, also wenn man das da drüber führt, dann spürt man das, dass es so richtig 3D ist und das ist total kunstvoll, hier diese Schnörkel hier mit der Nähmaschine alles nachzunähen oder hier bei dem Korb dieses Muster, dieses Flechmuster und das ist eben mit Flieseline noch verstärkt und das ist ein Platzset oder ein für die Taschen, ein Mug Rug, um die Tassen abzustellen. Aber Stefanie, weißt du was? Ich finde das zu schade, um da irgendwas draufzustellen. Also als Platzset ist es fast auch zu schön, weil das dann sonst nur vollgesabbert wird. Ich glaube, das hänge ich mir an die Wand. Das hänge ich mir als Bild auf. Das finde ich so, so schön. Das ist so viel Arbeit. Und es ist ganz, ganz toll. Also es bekommt auf jeden Fall ihren Platz. Vielen Dank. Und sie hat mir natürlich auch noch Tee reingepackt. Hier mit Pukka-Tee und Dallmayr verschiedene Sorten und ein Progress Keeper, ein Fortschrittsmarkierer als Nähmaschine. Ist der nicht süß? Also die habe ich noch nie gesehen. Eine Nähmaschine als Progress Keeper. Vielen Dank, Stefanie. Du hast mir eine riesengroße Freude gemacht und ich habe ja auch schon gesagt, ich möchte dir auch was ein Päckchen schicken und wir haben ja schon geschrieben, also ich werde dir auch was nähen. Auf jeden Fall. Werde ich da mal gucken, vielleicht diese Woche noch, wann ich dazu komme. Ja, das war alles, was ich euch erzählen wollte zum Strickigen. Ich wollte euch noch ein Rezept für eine Soße mitgeben, für den veganen Teil. Das werde ich jetzt ein bisschen abkürzen, weil ich sehe schon, das ist schon eine Dreiviertelstunde wieder vorbei. Ich wollte euch mein Lieblingsrezept für die Soße Hollandaise auf vegane Art mit euch teilen. Weil die Spargelsaison geht ja nicht mehr so lange, nur noch mehr so 4 Wochen etwa, dann ist die Spargelsaison vorbei. Und das ist die Lieblingssoße von meinen Kindern und von uns allen für weißen Spargel und auch zu Kartoffeln. Man kann die auch so unterm Jahr, natürlich muss nicht immer Spargel sein. Ich mache das aus einem Buch, das für einen Thermomix gemacht ist. Thermomix Tierfrei Schnauze. Das ist so eine Ringbuchbindung. Und das ist so einfach, weil man braucht eigentlich nur, gerade wenn man es im Thermomix macht, nur diese 100 Gramm Garwasser auffangen oder eben 100 Gramm Wasser oder 100 Milliliter. Vegane Margarine, 60 Gramm, 250 Gramm Sojacuisine, also das ist Sojasahne. Ich nehme auch lieber Hafersahne, Teelöffel Senf, 10 bis 15 Gramm frischen Zitronensaft, 1 Esslöffel Lupinenmehl. Das Lupinenmehl ist deswegen wichtig, einmal für die Bindung und für die Farbe, weil Lupinenmehl ist sehr gelb und dann hat die Soße Hollandaise auch eine schöne gelbe Farbe, weil die vegane Margarine ist heller als normale Margarine, also da kommt da auch keine wirklich gelbe Farbe. Eben 1 Esslöffel Lupinenmehl, 1 Teelöffel Mehl, 1 halben Teelöffel Salz, ein bisschen Pfeffer und das Ganze wird dann aufgekocht und verrührt. Eben man kann das ja auf dem Herd genauso machen, man muss ja keinen Thermomix haben, sondern einfach diese Sachen zusammenmixen und dann zum Schluss noch 1 Esslöffel Hefeflocken noch unterrühren. Die machen dann einen schönen runden den Geschmack noch perfekt ab.
Das ist mein Rezept für eine vegane Sauce Hollandaise. Und schmeckt mega lecker. Wir lieben die. Man kann die auch noch ein bisschen aufpeppen, wenn man noch ein bisschen Meerrettich reinmacht, dann ist es ein bisschen würziger oder ein bisschen frische Kräuter. Dann wird es auch mehr eine Sauce Bernaise, dann, wenn man noch mit Kräutern ein bisschen arbeitet. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, was ich euch so erzählt habe. Und wollte euch noch mal sagen, dass mich schon die ersten Mails erreicht haben, anlässlich von meinem Gewinnspiel, das bis zum 15.06. läuft. Es sind wirklich so berührende Nachrichten dabei. Einerseits so viel Positive, es ist auch, berührt mich auch, wie offen ihr seid, dass ihr mir mit euch, ihr, euer, was euch bewegt, mit mir so teilt. Es sind auch eine traurige Geschichte auch dabei, aber es ist wirklich auf jeden Fall sehr, sehr berührend. Mir macht es große Freude, mich da durchzulesen durch die Mails. Ich möchte nämlich wissen, was ihr vor einem Jahr gemacht habt. Am 1.6. habe ich mein erstes Video hochgeladen. War bei euch vor einem Jahr? Also, es muss nichts Persönliches sein. Es kann einfach nur was Strickiges sein, was ihr da genäht oder gestrickt habt oder sonst irgendwas, was ihr mir mitteilen möchtet. Würde mich freuen. Was ich verlose, habe ich noch gar nicht gesagt. Also, ich möchte auf jeden Fall für den oder diejenigen ein persönliches Päckchen machen, der oder diejenige muss mir dann ein bisschen was über sich erzählen, vielleicht noch, und dann stelle ich das dann individuell zusammen. Also ich mache jetzt keinen Sack, das und das kommt rein, und dabei ist es dann eben jemand, wo unheimlich gern spinnt, und dann habe ich keine Spinnfasern drin oder so. Das soll dann schon für denjenigen passen. Ja, die Mailadresse, an die ihr schreiben sollt, ist unten dann in der Infobox, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche ist Pfingstmontag. Da denke ich schon, dass ich aufnehmen werde. Es sind zwar Schulferien und man hat auch Urlaub, aber ja, bis jetzt hat es immer auch geklappt, dass ich auch in den Ferien aufnehmen konnte. Es kann höchstens sein, dass es mal Dienstag wird, bis ich aufnehme, wenn wir jetzt am Montag unterwegs sind. Das weiß ich noch nicht. Aber in einer Woche werdet ihr wieder von mir hören. Bis dann, ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerwoche und genießt das schöne Wetter und die Sonne, und bis dann, tschüss.